You go in there, squeeze the trigger, bunch of smoke. A10 Warthog kann auch ohne ein Triebwerk, ein Höhenruder, ein halbes Leitwerk und einen halben Flügel fliegen. Das Flugzeug scheint unbesiegbar zu sein und ist seit fast einem halben Jahrhundert im Einsatz. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum der A10 Warthog nach Russlands Überfall in die Ukraine in das Land geschickt wurde, um die Ukraine zu unterstützen. Obwohl die A10 schon jetzt tödlich ist, wird sie ständig mit neuen Fähigkeiten aufgerüstet, um in hochrangigen Konflikten noch entscheidender zu werden. Vor allem, weil Chinas militärische Macht ständig zunimmt. In diesem Video erfährst du alles, was du über das tödliche Meisterwerk A10 Warthog wissen musst. Eine echte Innovation und ein Symbol für die überlegende amerikanische Luftmacht. Die A10 Warthog ist das einzige US-Flugzeug, das von Grund auf für die Luftunterstützung von Truppen am Boden entwickelt wurde. Daher ist er zu Recht der Beste in seinem Metier. Und wenn man Flugzeuge für besondere Leistungen auszeichnen würde, wäre das Regal mit der A10 Warthog voll. Er hatte aber noch etwas viel Wertvolleres. Eine treue Fangemeinde, zu der Militärenthusiasten, Zivilisten und sogar Mitglieder des Kongresses gehören. Abgesehen von ihrem grenzenlosen Mut und ihrer Tapferkeit leben viele Veteranen dank des Warthog heute noch und riechen an ihren Blumen. Für sie war das Geräusch des Warthogs in ihren Ohren fast schöner als ein Disney-Soundtrack, denn mit diesen Geräuschen ging ein lebensrettender Kugelregen auf die umliegenden gegnerischen Truppen nieder, und zwar mit so viel Präzision, dass die Kollateralschäden auf ein Minimum beschränkt blieben. Diese Kugeln konnten schwere Panzerungen wie Papier durchschlagen, eine Tatsache, die die Oppositionsparteien erst etwas zu spät erfahren sollten, vor 32 Jahren während des Golfkrieges. Bis zum Ende des Krieges hatten die eingesetzten A10s 8.100 Einsätze geflogen, über 2.000 Panzer, Artilleriegeschütze, Hubschrauber und andere Fahrzeuge zerstört und eine Erfolgsquote von 95,7% erreicht. Der Warthog war ein erstklassiger Schüler und Lehrer, der jedes Mal, wenn er in die Luft ging, glänzen konnte. Er war ein tödliches Luftbiest. Ausgestattet mit einem Angriffspaket, mit dem sie schneller Löcher in Metall bohren kann als ein Raupenbohrer, einer Panzerung, die ihr mehr Leben verleiht als einer Katze, und einem Avionikpaket, das sie mit einem Produkt von Tesla verwechseln könnte, ist die A10 das einzige Kampfflugzeug, das nie fehl am Platz ist. Um so tödlich zu sein, wurde das Flugzeug um seine Hauptwaffe herumgebaut, die 30x173 mm GAU 8 Gatling-Style Avenger Autokanone, speziell entwickelt für den Warthog. Die GAU 8 hat eine hohe Laufgeschwindigkeit und eine extrem hohe Feuerrate, die es der Kanone ermöglicht, 3900 große, panzerbrechende Geschosse pro Minute abzufeuern. Zusätzlich zur Autokanone ist die A10 mit der Luftbodenrakete AGM-65 Maverick bewaffnet. Die Maverick, die mithilfe von Elektrooptik und Infrarot gesteuert wird, ermöglicht die Zielbekämpfung in viel größeren Entfernungen als die Kanone und verringert so das Risiko von Flugabwehrsystemen. Hinzu kommen neuere Waffen wie Streubomben, Hydra-70-Raketen, GPS- und lasergesteuerte Bomben wie die GBU-39 Small Diameter Bomb, Bomben der Paveway-Serie, Joint Direct Attack Munitions, windkorrigierte Munitionsabwurfgeräte, AGM-154 Joint Standoff Weapon Gleitbomben und AIM-9 Sidewinder Luft-Luft-Raketen. Die A10 unterstützt diese starke Offensive mit einer ebenso starken Defensive. Schließlich ist sie so nah am Schlachtfeld, dass sie ständig unter Beschuss von allem und jedem steht, das eine Waffe hat. Um diesen Beschuss standzuhalten, verfügt die A10 über eine rund 500 Kilo schwere Titanpanzerung, deren Innenfläche von einem mehrlagigen Nylonschutzschild bedeckt ist, der vor Granatsplittern schützt. So können die A10 und ihr Pilot direkte Treffer durch 23mm Kanonen, 57mm Granatsplitter, hochexplosive Sprengstoffe und panzerbrechende Geschosse überleben. Das Flugzeug hat außerdem doppelt redundante hydraulische Flugsysteme und ein mechanisches System als Backup, falls die Hydraulik ausfällt. Dadurch kann die A10 selbst dann noch fliegen, wenn die Hälfte ihrer Teile weggeschossen wurde. Getroffen zu werden ist für die A10 jedoch nicht die Regel, denn dank einer intelligenten Avionik kann das Flugzeug Bedrohungen viel früher erkennen, bevor ein Gegner sie bemerkt. So kann das amerikanische Flugzeug zuerst schießen und töten.
Doch trotz all dieser Fähigkeiten hat sich das moderne Schlachtfeld seit der Zeit der ersten A10 weiterentwickelt. Heute braucht es viel mehr als die oben genannten Fähigkeiten, damit ein Flugzeug im Gefecht dominieren kann. Aus diesem Grund wird die A10 stark aufgerüstet, um sich optimal an das moderne Schlachtfeld anzupassen. Die A10 wird mit 4 verschiedenen Upgrades verwöhnt, um diese sogenannte Luftbestie in eine Maschine zu verwandeln, die selbst die Bestien fürchten. Wir werfen einen Blick auf diese Upgrades, die als Serie 8 bis 11 bezeichnet werden. Serie 8. Die radikale Veränderung begann mit den Upgrades der Serie 8. Damit wurde das V-12 Lightwide Airborne Recovery System in die Steuerungseinheit des Flugzeugs eingebaut. Damit wurde die Kommunikation zwischen den A10-Piloten und dem Bodenpersonal erheblich verbessert, wie zum Beispiel den heruntergeschossenen Rettungskräften und den Piloten. Die Serie 8 bot außerdem Waffen wie das AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System, Raketen, die 4-mal schneller geladen werden konnten als ihre Vorgänger. Dadurch musste die A10 vor einem Abschuss nicht mehr in den Gefahrenbereich fliegen und die fehlende Überschallmanövrierfähigkeit von Kampfjets wie der F-35 wurde ebenfalls ausgeglichen. Diese Aufrüstung wirkte sich auch auf die Taktik der A10 aus, indem sie die Kombination aus dem Nachtsichtgerät des Warthogs und den neuen Waffen, die ihm zur Verfügung standen, nutzte. Serie 9. Die Serie 9 begann mit der Einbindung eines Situational Awareness Pad in das Einsatzprogramm des Warthogs. Dies ermöglichte es den Joint Terminal Attack Controllers, JTACs, ihre Positionen digital zu melden. Ein wichtiger Schritt, anstatt dass die Piloten am Boden nach ihnen suchen mussten, wo sie durch Staub verdeckt werden konnten. Die A10 kann jetzt auch Ziele validieren, um zu verhindern, dass sie im Eifer des Gefechts mit ihren neuen Waffen der Serie 8 versehentlich auf befreundete Flugzeuge zielt. Und das ist auf einem Schlachtfeld quasi immer der Fall. Mit der Gewissheit, dass keine befreundeten Flugzeuge in der Schusslinie sind, konnte die A10 auf Knopfdruck bis zu 6 Ziele gleichzeitig mit einem Cocktail verschiedener präzisionsgelenkter Munition bekämpfen. Von der GBU 38 der 500-Pfund-Klasse bis hin zur GBU 31 der 2000-Pfund-Klasse, Joint Direct Attack Munition, die dank ihrer hohen Zielgenauigkeit erfolgreich eingesetzt werden konnte. Die Präzision dieser Sprengsätze wurde durch ein weiteres Merkmal der Serie 9 noch verbessert, die Hightech-Helme mit optischem Hybrid-Tracker, da sie noch genauer auf die Kopfbewegungen der Piloten reagieren. Serie 10. Mit dem Aufkommen der intelligenten Bombentechnologie wurde in die Serie 10 Upgrades lasergesteuerte AGR-20 Präzisionswaffensysteme, GBU-31 JDAM-Lenkungssätze, mit denen ungelenkte Bomben in intelligente Allwetterbomben umgewandelt werden können, sowie Bomben mit kleinem Durchmesser und moderner Mehrfachzielfunktion eingebaut, mit denen der Warthog 18 verschiedene Ziele auf einmal ausschalten kann. Das liegt nicht nur an der JDAM-Lenkung und den neuen Bomben, sondern auch an der neuen Radarkapsel der A10, mit der das Flugzeug wie ein Scharfschütze zielen kann, während es mit den brandneuen Flügeln von Boeing, die über 1,1 Milliarden Dollar kosten, durch die Luft fliegt. Serie 10 rundet die A10 mit einer Datenleitung ab, die einen effizienten Austausch von Infos über Bedrohungen zwischen den A10-Piloten ermöglicht, was zu einem verbesserten Raum-, Gefechtsfeld- und Lagebewusstsein führt. Alles wichtige Zutaten, damit die Befürchtungen der Air Force-Führungskräfte im Hinblick auf die Überlebensfähigkeit des Warthogs beseitigt werden können. Serie 11. Die Serie 11 wurde entwickelt, um die A10 so nah wie möglich an die 5. Generation heranzuführen. Natürlich war es wirtschaftlich unmöglich, das Flugzeug so umzugestalten, dass es so schnittig und getarnt aussah wie die F-35, aber in Bezug auf die Avionik gab es Veränderungen. Serie 8 konzentrierte sich auf ein neues Cockpit. Ein digitales Hauptdisplay in Form des neuen 11,6 Zoll Multifunktions-Farbdisplays mit 1920x1080 Pixeln, dem High Resolution Display System, kurz HDRS. Das verwöhnte die Piloten mit einer kinoreifen Qualität der Zielerfassung und einer fortschrittlichen Kartenengine, die eine bessere Darstellung der Ziele ermöglichte. Auf das HDRS folgte die Einführung von störungsfreiem GPS, einem dreidimensionalen Surround Sound System, dem ARC-210 Funkgerät und agilen Entwicklungsmethoden, die all diese Upgrades zum Leben erweckten und gleichzeitig schnelle Erweiterungsupdates ermöglichten.
All diese Upgrades und Fähigkeiten, verteilt auf verschiedene Serien, sind das, was die A10 heute auf dem Schlachtfeld bietet. Die unersetzliche A10 Warthog ist sogar noch unersetzlicher geworden. Es ist ein Flugzeug, das wie ein guter Wein reift und deshalb wahrscheinlich noch lange im Dienst bleiben wird. Daraus könnte sogar eine Ewigkeit werden, wenn du diesen Kanal abonnierst und diesem Video ein Like gibst. Also mach das jetzt für die A10 Warthog. Danke fürs Zuschauen.